Today Power, da hat sich gerade eben das Team von John David Hillis so richtig gefreut und der Mann der Stunde, René Picholek, sitzt im Rennsattel. René, Pink steht dir, herzlichen Glückwunsch. Oh, super, vielen Dank. Und so ein Diamant auch noch, ganz fantastisch. Interessantes Pferd, sehr schönes Exterieur, kräftiger Bursche. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt. Erzähl uns ein bisschen was über den Rennverlauf. Ja, ich sollte mir ein Vierpferd suchen, habe auch eins bekommen, bot sich super an. Und ich konnte mich auch lange genug in die Garde reinziehen lassen, was ich auch machen sollte. Und ich sollte ihm nicht alles abverlangen. Es ist ja so, dass wenn du sagst, ich sollte ihm nicht alles abverlangen, dass da jetzt noch ein bisschen was im Tank ist. Wie viel Prozent? Ja, wie viel noch drin ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn heute das erste Mal geritten, aber es ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Was auch immer ein bisschen schwierig ist bei manchen Pferden, wenn sie so ganz alleine vorne sind, die letzten 100, 200 Meter. Du warst verdammt lange alleine vorne. Wie schwer war es, dass du dann immer schön brav das Tempo weitergehen konntest? Das war gar nicht das Problem. Er hat immer schön weiter durchgezogen. Er hatte nur tatsächlich kurz vom Zielpfosten, hat er sich den einmal kurz angeguckt, aber wir waren weit genug vorne gewesen, da durfte er sich das erlauben. Wir dürfen dazu sagen, dass im Zielpfosten ja auch ein Spiegel ist. Ja, und auch ein Rennpferd kann manchmal eitel sein. René Picholek, herzlichen Glückwunsch. Das ist ein Heimsieg, den wir hier feiern mit der Programm Nummer 5 für die Münchner Trainingszentrale am Renntag der Münchner Trainingszentrale. Und jetzt gehen wir in die Rennanalyse mit Nikolaus von Miltitz.